Hey, ich bin der Markus und heute stelle ich euch das Gazelle Arroyo G7 Plus HMB 500 vor. Wir haben es hier mit einem Alltags-Pedelec zu tun, welches optimal ist, um im alltäglichen Gebrauch damit alle möglichen Dinge zu erledigen. So haben wir zum einen den aus Aluminium gefertigten Rahmen, der super toll verarbeitet wurde. Die Schweißnähte hier wurden sogar leicht abgeschmirgelt. Außerdem haben wir eine inverlegte Zugführung. Wir haben hier den super tiefen Einstieg, da kommt ihr richtig leicht auf das Fahrrad rauf und runter. Der Akku wurde hier hinten am Gepäckträger montiert, so lässt sich das Fahrrad etwas leichter handhaben. Und der Motor wurde hier auch super schön integriert. Fällt eigentlich schon fast gar nicht mehr auf, dass es hier ein Pedelec ist. Wir haben Schutzbleche, so könnt ihr auch bei Regenwetter problemlos fahren. Außerdem haben wir hier nochmal einen extra Regenschutz, sodass ihr auch ja nicht die Hose euch dreckig macht. Wir haben hier ein Rahmenschloss, da könnt ihr das Fahrrad auch jederzeit abstellen. Natürlich auch einen Ständer haben wir hier, den Gepäckträger. Bei dem Gepäckträger könnt ihr hier an der Seite sogar noch Gepäcktaschen dran klippen. Also das Fahrrad eignet sich auch für Tagestouren. Des Weiteren haben wir die Frontleuchte mit Frontreflektor, die Rückleuchte mit Rückreflektor, die Reflexionsstreifen an den Schwalbereifen, die Reflektoren an den Pedalen und eine Klingel. Und somit ist das Fahrrad auch straßenverkehrstauglich. Der breite Sattel, der liefert euch ein super tolles Komfort, gerade in Kombination mit der gefederten Sattelstütze. Außerdem haben wir sehr bequeme Griffe. Wir haben den nach hinten gebeugten Lenker und den Gazelle Switch Vorbau. Und der hat eine Besonderheit. Ich zeige euch das mal. Ihr habt ja einen Hebel, den ihr ziehen könnt. Und dann könnt ihr den Lenker euch genau einstellen und die Vorbauposition, die ihr haben wollt, könnt dann den Lenker entsprechend anpassen. Und das Ganze dann in der Position, die ihr euch ausgewählt habt, fahren. Also ihr könnt hier super leicht das Fahrrad in eine sehr sportliche Position bringen oder in eine sehr aufrechte, so wie ich das Fahrrad nun eingestellt habe. Von der Farbgebung her haben wir hier einen matten Schwarzton, der mit weißem Dekor versehen wurde. Das Herzstück eines jeden E-Bikes ist selbstverständlich der Motor. Wir haben hier den Bosch Active Line Plus Motor verbaut, dessen maximales Drehmoment liegt bei ganzen 50 Newtonmetern und somit kommt ihr problemlos jede Steigung hoch. Die Akkukapazität, die liegt bei ganzen 500 Wattstunden, somit sind längere Tagestouren definitiv kein Problem mehr. Außerdem haben wir in der Lenkermitte das Bosch Intuvia-System mit dem Bedienteil an der linken Lenkerhälfte. Intuvia steht für intuitiv, lässt sich wirklich super einfach bedienen. Hier könnt ihr von der linken Lenkerhälfte aus die verschiedenen Unterstützungsstufen einstellen. In der Lenkermitte wird euch alles angezeigt, außerdem habt ihr selbstverständlich noch eine Schiebehilfe. Wir haben hier eine Federgabel verbaut, diese liefert euch zusätzliches Komfort, indem sie kleinere Unebenheiten problemlos abdämpfen kann. Außerdem haben wir eine Shimano Nexus Nabenschaltung und die Nabenschaltung ist wirklich super gut, liefert euch 7 verschiedene Gänge, da findet ihr definitiv immer den richtigen und Nabenschaltung sind die Rundum-Sorglos-Schaltung schlechthin, da habt ihr eine sehr verschleißarme Variante von Schaltung und habt damit eine Menge Spaß. Gebremst wird mit den hydraulischen Magora HS11 Felgenbremsen. Die sind ein Klassiker schlechthin, die euch jederzeit super sicher zum Stehen bringen werden. Die Gazelle ist bei uns für 2.849 € erhältlich und ihr bekommt hier ein super alltagstaugliches Fahrrad. Wenn ihr es einmal ausprobieren wollt, macht den Verfügbarkeitscheck und kommt in einer unserer Filialen oder bestellt es doch einfach unter fahrrad-xxl.de.